Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Ich möchte euch eine Webseite vorstellen. Ich weiß noch nicht, wie ich das Video nennen werde. Wo ihr Streaming-Dienste buchen könnt für einen Bruchteil von dem, was da eigentlich kosten würde, weil das über Account-Sharing funktioniert und so. Und das ist wohl, soweit ich jetzt gelesen habe und überprüft habe, ist das wohl alles im grünen Bereich, weil die sitzen wohl in China und ich hatte auch den Anwalt Säumig geguckt und so. Das ist alles wohl noch eine Grauzone und alles noch, also noch legal, sagen wir mal so. Dann kommen wir darauf. Und zwar GamsGo nennt sich die Seite. Hier sind auch noch Sachen verschlossen für VIP-Mitglieder. Eigentlich müsste ich das auch sehen, weil ich habe einen VIP-Account für eine Woche bekommen von denen. Hier ist dann noch, was ist da noch drunter? Disney Plus ist da noch drunter und keine Ahnung, was da noch drunter ist. Diese Tidal muss ich selber erstmal suchen. Das ist ein Musikstreaming-Dienst oder so. Habbo Max ist halt aus den Vereinigten Staaten. Ja, da werden auch dann noch andere ausländische Dienste drin sein. Aber Disney Plus ist auf jeden Fall auch mit bei. Und wir haben dann noch Netflix, Spotify, YouTube Premium und Amazon Prime Video. Und alles für, wie ihr seht hier, für einen wirklichen schmalen Taler. Wir können jetzt mal hier Details anzeigen. Ja, dann seht ihr dann halt Premium-Plan und 3 Dollar noch was monatlich. PC, TV und 4K, HDR, Dolby ist alles drinne. So. Und Echtzeitlieferung können wir hier unten auch machen. Und hier steht dann alles drinne, was ihr da, hoppala, was ihr dazu bekommt. Ja? Genauso wie jetzt auch bei Spotify. Ja, 12 Monate Gebühren. Und bei YouTube Premium halt genauso. Da könnt ihr das dann auch alles nachlesen und sehen. So, und wenn ihr das dann kaufen wollt, geht ihr auf Kaufen. Opa, einmal doppelt drauf. Kaufen und dann könnt ihr euch aussuchen, ob ihr nur für einen Monat kaufen wollt. Für 3 Monate, für 6 Monate oder für 12 Monate. Und wie viele Bildschirme. Also momentan ist nur, also wie viel Gerät, also gleichzeitig, wie viele Geräte gleichzeitig. Momentan ist leider nur die Auswahl zwischen einem oder fünf. Ja, aber selbst bei fünf kostet es halt schon weniger als bei uns. So. Aber interessant wäre, wenn jetzt hier noch 2 oder 3 Geräte dazukommen würden. Für mich jetzt zum Beispiel, weil meine Tochter gleichzeitig guckt und ich gleichzeitig, dann ist das schon eine Überschneidung oder die Kleine auch noch. Deswegen hoffe ich, dass da vielleicht dann nochmal nicht nur 1 oder 5, sondern 1, 2, 3, 4, 5, dass man da irgendwie was dazu buchen, also das auswählen kann und sich der Preis dahin verlagert. Ich werde auch einen Gutscheincode bekommen. Das ist der Grund, warum ich das Video mache. Weil die mir versprochen haben, dass ich einen Gutscheincode für euch bekommen kann und wenn ich euch da was Gutes tun kann. Also ich kriege auch kein Geld jetzt oder so für das Video. Gar nichts. Ich habe jetzt auch nur wirklich 5 Tage oder, nee, Quatsch, 7 Tage oder so Testzeit bekommen, um das zu testen, ob das funktioniert, ob ich das empfehlen möchte. Und dann habe ich denen geschrieben, dass ich das ganz knorke finde und so, was wir da machen können. Für meine Abonnenten, weil wenn ich ein Video mache, dann muss für meine Abonnenten ja was rausspringen und da haben sie gesagt, ich könnte einen Rabattcode bekommen. Ja, dann haben sie hier einen Gutscheincode, einen Coupon. Coupon kann man hier auf der Seite irgendwie einlösen, das habe ich aber ehrlich gesagt noch nicht richtig verstanden. So, und gehen wir mal zu meinen Abos. Nicht wundern, ich habe jetzt hier 2 Abos drin. Eigentlich sieht es bei euch dann nur so aus, dass ihr hier eins verdeckt habt. Da war ein Fehler. Das sollte eigentlich auch schon weg sein. Das ist mein erstes Abo, was sie mir gegeben haben, und da habe ich, das kann ich auch hier nicht unterstützen machen oder so. Normalerweise ist es dort unterstützen frei, das ist dann für Hilfe. Das zeige ich euch aber auch gleich. Das ist halt eigentlich mein erster Account, und da ging aber nicht. Das Profil, hier steht ja dann Profil und bitte wähle Nummer 2. Und dann steht halt hier oben sind die. Teilweise werden Namen vergeben oder dann steht halt nur 2. Ihr könnt euch das im Netflix dann selber benennen, wie ihr das haben möchtet. So, geh mal runter, ihr Kater. So. Und unten halt das Land auswählen. Ja.
Das ist aber halt nur da, weil ich halt, wie gesagt, einen Fehler hatte und ich habe dann halt unterstützen gemacht und die haben sich ruckzuck haben die sich gemeldet. Ich dachte, uha. So, wir machen das mal frei, dann seht ihr das. So sieht das eigentlich aus. Und dann seht oben, steht da oben die Zeit, wie es abläuft. Für jede Empfehlung plus 3, gleich 15 Tage. Also wenn man jetzt hier jemanden empfiehlt, ja, mit einem Code, das, ja, das werde ich wahrscheinlich dann auch machen, dann kriege ich hier auch ja, was weiß ich, ich werde mir dann aber für Spotify entscheiden, für die Große, dass die ihren eigenen Spotify-Account hat, dass die mir nicht auf den Sack geht mit dem Spotify ständig. Weil eben, ich gehe ins Auto und jedes Mal ist irgendwelche Schnulzenmusik an. Nervt mich. So. Und ja, so ist das Profil halt und hier sind eure Daten. Ist auch richtig cool gemacht mit dem Rauskopieren. Wie gesagt, hier habt ihr dann, ihr könnt auch den Avatar dann hier ändern. Hier, das ist jetzt, also hier jetzt nicht, weil das, da kann ich jetzt nicht drauf zugreifen. Aber hier, das ist meiner, den kann ich hier oben dann, kann ich dann den Namen ändern und das Bild kann ich ändern. Das ist aber nur für innerhalb der Webseite. Und das Geile ist, die Sachen kann man hier einfach rauskopieren. Ich drücke hier einfach nur, wir müssen noch kurz warten, bis das Kopieren weg ist. Ich brauche nicht Rechtsklick machen, ich brauche einfach nur mit der Maus antippen. Und genauso funktioniert es auch mit dem Passwort, dann kommt dann halt hier Tipps, Profil 1, hm. Und da steht dann halt auch nochmal hier, dass ich das im Netflix umbenennen kann und da die Sprache auswählen kann und da dann halt ein Logo auswählen kann und dann, also im Netflix. Also im Netflix ist natürlich kein GG-Logo, das ist jetzt nur so drinne. Ja. Da zeige ich euch aber auch gleich alles. Und dann können wir auch einfach raufklicken und kopieren und fertig ist. Ist natürlich sinnvoll heutzutage mit den Preisen, weil wenn wir uns das jetzt mal hier angucken, die Basis, das Basis-Abo, wo ihr ein Stream habt, was für viele ja reichen würde, ist man bei 7,99 Euro im Monat. Aber ihr habt kein HD und kein Ultra-HD. Ultra-HD kann man sich ja drüber streiten, wenn man nur in HD-Fernseher hat oder so, dann geht ja HD wenigstens. Aber hier habt ihr bei dem 7-Euro-Abo nicht mal HD. Ihr habt nur 700 noch war P, warte, ich habe mir das hier irgendwann mal, ich habe mir einfach mal so ein Fake, also einfach nur Lalilu, et Lalilu und was weiß ich, dass ich halt zu diesen Angaben von Netflix komme, weil da kommst du, das siehst du so nicht mehr, die Preise. Die sehen halt nur, man sieht halt nur, welche Abos es gibt, Basis, Standard und Premium, aber die Preise werden auf Netflix nirgendwo mehr gezeigt. Die sieht man nur, wenn man versucht, sich anzumelden. Dann haben wir hier Basis, 7,99, Videoqualität gut. Das sind 480p. 480p, das ist die Grafik der Wii. Dann haben wir Standard, kostet 12,99, besser. Und da haben wir dann aber schon 1080p. Und Premium, das ist, was ich habe, also jetzt hier drüber und auch in echt habe, da zahle ich 17,99 monatlich. Top Videoqualität, 4K und HDR ist verfügbar. Und hier steht dann natürlich auch, auf welchen Gerät man das gucken kann. So. Und hier steht dann halt auch irgendwo, das ist für 1, HD geht bis auf 2, glaube ich. Ja, hier steht es ja, gleichzeitig streamen auf 2 Geräten, gleichzeitig auf einem Gerät und hier auf 4 Geräten. Das heißt jetzt, nicht verwirren lassen, dass ihr es auf 4 Geräten nur, oder wenn ihr das jetzt über GameGo macht, dass ihr dann praktisch nur auf einem Gerät den Code eingeben könnt. Also ihr gebt den im Fernsehen, im Wohnzimmer ein und dann könnt ihr am Schlafzimmer gehen, Netflix nutzen. Nee, das meinen die nicht mit Geräten. Mit Geräten meinen die gleichzeitige Streams. Also du kannst hier diese, was ihr denn hier kauft oder auch bei Original Netflix habt, könnt ihr, ich hab's auch, auf meinem Fernseher im Wohnzimmer drauf, auf meinem Fernseher im Schlafzimmer, auf dem Fire TV im Wohnzimmer, auf dem Fire TV im Schlafzimmer, auf dem Fire TV von meiner Tochter habe ich's drauf. Von der großen, von der kleinen auch im Wohnzimmer und im Schlafzimmer sind 7 Geräte, wo ich das drauf habe. Aber es ist ja immer nur 1 oder 2 gleichzeitige Streams. Die meinen gleichzeitige Streams, nicht auf wie viele Geräten du das installierst. Du kannst es auf unendlich viele Geräten installieren, aber es dürfen halt, wenn man Original Netflix hat, nur 5 gleichzeitig an sein. Und hier dann nur, wenn er das bucht, halt mit einem Account, dann darf halt nur ein Gerät damit an sein und benutzt werden.
Also, was weiß ich, im Wohnzimmer guck ich was und dann sagt meine Große, die möchte hier gucken, guckt die weiter. Ich gehe ins Schlafzimmer, will Netflix anmachen, geht nicht, weil der da schon läuft. Wenn ich es da anmache, wird sie hier automatisch rausgeschmissen. Denke ich mal. Ich habe es noch nie versucht, was passiert, wenn man es auf mehreren Geräten. Also, keine Ahnung, aber so sollte es halt sein. Und hier haben wir dann halt die Startzeit, wir haben die Ablaufzeit, wann wir das Abo gestartet haben, wann es abläuft. Hier haben wir das Konto, das ist dann halt die E-Mail-Adresse, hier haben wir das Passwort, Profilnummer, das ist halt wichtig, das ist extra rot gekennzeichnet, welches unser Profil ist. Also wir haben ja hier fünf Profile und dann sehen wir hier, welches ist. Ja, wir haben die Nummer 1, steht hier, Profil Nummer 1, da. Und da haben wir dann den Namen und die Landesfahne. So, und jetzt machen wir einfach mal kopieren, einfach nur mit der linken Maustaste, dass ich euch das auch mal zeigen kann. Oh, wartet mal. Dann machen wir mal lieber Ton aus. Nicht, dass hier Netflix wieder angeht mit irgendwas. Hier steht jetzt natürlich schon Passwort da. Aber wir machen das natürlich jetzt neu. Einfach anklicken. Jetzt kinderleicht Rechtsklick, einfügen. Und für andere Geräte, also Fire TV oder so, dann müsst ihr euch das dann halt notieren auf den Zettel und dann da eingeben oder so. Ja? So. Ach, Mensch, geh weg. Einloggen. So. Dann haben wir hier die Profile. Zwei PIN, Quinn, und dann können wir nochmal nachgucken. Hier Pi, hier stehen sie wieder anders da, Hitman. Und die haben sich halt hier so benannt. Ja? Hier sind sie anders. Aber nicht verwundern, ja. So, dann können wir dann, wenn wir hier reingehen, Profil verwalten sagen. Und dann gehen wir auf 1. Ich habe bei meinem Profil ja schon angepasst. Drücken hier oben rauf. Hier können wir einen Namen eingeben. Hier können wir dann sagen, welche Sprache wir haben wollen. Deutsch natürlich. Einstellung, Altersfreigabe. Alle Altersstufen. Wir können das natürlich auch begrenzen. Wenn wir jetzt für unsere Tochter vielleicht einen Account kaufen und die darf halt nur Sachen bis 16 sehen oder so, dann aktiviert man das einfach hier und dann ist dann das Profil halt ab 16. Ja? Autoplay und so ist alles an. Speichern. Fertig. Dann können wir hier rein und dann ist unser Profil hier schon. Wir können aber auch, wenn wir dann drinnen sind im Profil, auf Konto gehen. So, und da haben wir dann das Netflix-Konto, das bis zum 10. März 2022 ist das. Und hier oben ist Passwort. Hier bitte kein Passwort oder irgendwas ändern. Das macht ihr alles über die Webseite. Das zeige ich euch auch gleich. Abo-Details ist Premium, Ultra HD. Und hier habt ihr dann praktisch auch nochmal. Hier könnt ihr dann die Sprache nochmal ändern. Könnt ihr sagen Deutsch. Und hier Untertitel Deutsch. Hier sind natürlich Englisch und Polska und Türki waren aktiviert. Ihr könnt aber auch eine andere Untertitel aktivieren. Ich weiß, Deutsch reicht mir als einziger Untertitel. Und dann könnt ihr eine Profilsperre machen. Ja, dann könnt ihr dann halt hier ein Passwort eingeben und dann speichern. Und dann, falls ihr Angst habt, dass irgendwie irgendjemand auf euer Profil geht und da dann halt, was weiß ich, irgendwelche Filme und Serien guckt oder irgendwas in eure Wunschliste packt oder was weiß ich, könnt ihr das dann mit dem Profil sichern. So wie er hier. Mit dem Profil, mit dem Passwort gesichert. Und da kommt man dann halt nicht in sein Profil, in seine Liste oder so. Die haben alles offen. So, dann können wir hier den Titelverlauf uns angucken, alles, was wir uns angesehen haben. Bewertungen können wir machen, Untertitel anzeigen. Also ihr könnt da dann die Untertitel anpassen. So, zeige ich euch mal also praktisch die Größe. Und den Look könnt ihr anpassen. Und natürlich, ich habe mit Schatten, ohne Schatten und groß und klein. Und so, Hintergrund können wir schwarz machen zum Beispiel. Oder wir machen den Hintergrund keinen. Dann ist halt so, Fenster schwarz. Dann haben wir ein schwarzes Fenster. Hintergrund rot. So, dann haben wir praktisch hinter der Schrift rot und nochmal einen schwarzen Rahmen rum. Für die, die
das vielleicht wollen. So, ich habe das immer aus. So. Wiedergabeeinstellungen. So, da haben wir dann halt automatisch. Könnt ihr dann, also das ist dann, in, also hier mit Nachfolgen und Titeln und so, das ist dann halt welche Qualität. Automatisch Standard-Videoqualität nach Datenverbrauch. Ich habe bei mir immer höchste. Es nimmt natürlich ordentlich Bandbreite weg, aber scheißegal. Wir wollen ja nur die Qualität haben und immer das höchste, logischerweise. Ja. Hier haben wir dann das Kommunikation, SMS und was weiß ich. Das ist aber alles uninteressant für uns. Wir sind soweit fertig. Und gehen dann einfach wieder in unser Profil rein. Ihr könnt jetzt alles gucken. Derzeit beliebt. Hier seht ihr ja, steht auch alles in Deutsch da. Es kann mal Probleme geben, dass es halt nicht direkt in Deutsch da steht. Ja, aber das geht dann relativ schnell. Das ist hier zum Beispiel ein polnischer Film. Den habe ich auf meine Watchlist gepackt. Und da können wir dann, Mensch, ja, ich bin halt so, mit, so war das, dass man das Kleine sehen kann. Ich bin da noch nicht so geübt mit dem, mit Netflix am Browser benutzen. Ich habe das immer auf dem Fire TV. Dann können wir fortsetzen. Könnt ihr meine Liste hinzupacken, bewerten. Funktioniert alle. Wir haben eine deutsche Beschreibung. Also wirklich, ihr seht halt, wenn ihr das eingestellt habt, dass den deutschen Text. Ich habe hier Ton ausgemacht. Und dann wird uns natürlich auch noch was anderes vorgeschlagen. Wenn wir jetzt hier fortsetzen drücken. I get them right away. Pause. Und dann hier rauf gehen. Ja, dann wird uns dann halt natürlich gesagt, wir haben hier, das ist jetzt zum Beispiel einer von den Filmen, die kein deutsches Audio haben. Wir haben deutschen Untertitel aktiviert und Englisch. Wir haben hier kein deutsches Audio. Nur Polnisch, Spanisch und hast nicht gesehen. Das ist jetzt auch kein Fehler oder so. Der ist halt so bei Netflix nur drin. Leider ist das halt so. Herr Facke Goethe ist halt deutsch, logischerweise. Was nehmen wir noch? Können wir denn dann noch den Big Bang Theory? Was nehmen wir denn? Blacklist? Nehmen wir mal einen Film. Was nehmen wir von der. Ja, Filme Deutschland heute Top 10. Nehmen wir da mal rauf. So, das ist so ein Schnulzen-Ding. Das ist was für meine Tochter. Ja, da haben wir denn Deutsch, was wir uns aktivieren können, und Englisch. Aber eigentlich ist es, wenn man das eins für mal macht, also wenn man das einstellt im Fire TV, ist das eigentlich immer Deutsch drin geblieben. Ja, und ihr könnt natürlich auch Sachen ganz normal zu meiner Liste dazu packen und die dann da angucken. Oder die Sachen, die ihr euch merkt. Ihr könnt zur Startseite wieder zurückgehen. Ja, dann könnt ihr Serien. Ja, Filme habt ihr dann auch noch hier. Neu und beliebt. Ja. Meine Liste logischerweise. Audio, Video. Ach, da war es nicht auf Deutsch. Deutsch. So, Audio, Video, Deutsch. Sortieren nach Erscheinungsjahr. So, und wenn wir da denn jetzt das hier zum Beispiel anklicken. So. Und dann halt hier Pause. Und da ist automatisch Deutsch aktiviert, Untertitel aus. Ja, das funktioniert halt auch. So. Machen wir mal zu. So, und wie ihr das bezahlen könnt. Und unterstützen und so, das zeige ich euch auch noch. Ihr habt dann halt hier, wenn jetzt ein Fehler ist, also Passwort wird immer über die Webseite zurückgesetzt, dann sagt ihr denen Bescheid, die machen das. Hier Click to Reset und zum Beispiel. Und wenn ihr andere Probleme habt, einfach unterstützen. Ja, dann
Könnt ihr hier reinschreiben. So. Oder Hilfe habt ihr hier. Dann kommt er dann halt ins Hilfecenter. Oder erneuern, dann könnt ihr das dann erneuern. So. Und bezahlen könnt ihr, ich nehme jetzt einfach mal Spotify dazu. Oh, falsch. Ich nehme jetzt einfach mal so, Spotify nehmen wir dazu. Und sagen wir mal, wir wollen jetzt nur 3 Monate für ein Gerät. Oder wir können die ganze Zeit Jahr nehmen, kostet dann 17 Euro noch was. Und wir nehmen mal 3 Monate. Also 3 Monate ist jetzt hier gerade das Billigste. Gibt doch teilweise mit einem Monat, muss man dann gucken. Oder? So, 3 Monate. Ja, hier unten luftet dann halt durch. Hier ist noch 5 von 5 frei. Könnt ihr dann halt anklicken. Oder halt hier oben drauf klicken, dann wird er irgendwo zugeschmissen. Und wenn ihr dann bezahlen wollt, da habt ihr dann halt Visa-Karte, Mastercard. Ja? Und dann hier steht halt immer, wie viel Gebühren das hat. Das hat halt keine. Giropay, Sofortbanking, Trust, Trustly oder so, Webmoney, Klarna, AliExpress. Also AliExpress habe ich nicht herausgefunden, wie man das, also ob das denn über den AliExpress-Account, da muss ich mich mal schlau machen, wie das funktioniert, weil da könnte man ja PayPal hinterlegen und dann macht man das praktisch, dass die das von AliExpress und AliExpress holt sich das von PayPal. Also da muss ich mal gucken, da weiß ich nicht, also für die Leute, die PayPal haben, wäre das vielleicht dann interessant. Aber wie gesagt, 2% Gebühren. Hier haben wir 3% bei Klarna. Nach nochmal Visa Master und ja. Was ihr auch machen könnt, ihr könnt einfach Klarna nehmen. Dann habt ihr praktisch die 7,57 Euro. Aktionscode wird jetzt natürlich nichts abgezogen, weil ich habe jetzt keinen. Gebühren sind 23 Cent. Seid ihr bei 7,80 Euro für 3 Monate. Also das ist ein guter Preis und dann könnt ihr Zahlung einfach abschließen. Und dann macht ihr das einfach über Klarna zum Beispiel. Ihr könnt über Klarna, ihr könnt natürlich aber auch über Klarna euch bei Klarna anmelden. Ist auch komplett gratis und eine virtuelle Kreditkarte. Also kriegt ihr eine echte nach Hause, könnt eine Kreditkarte abschließen. Die kostet auch kein Geld. Also ihr braucht dafür nicht monatlich irgendwie oder jährlich irgendwelches Geld bezahlen. Ihr könnt aber damit kein Geld abheben und ja, es ist halt nur für Online-Shopping und so gedacht. Aber wenn ihr denn die Kreditkarte habt, das ist ja eine Visa, dann könntet ihr zum Beispiel auch hier oben Methode 1 nehmen, Visa, und dann habt ihr 0% Gebühren, könnt dann nochmal 23 Cent sparen. Ne? Oder einfach ganz normal über Klarna, habt dann 3%, das ist aber auch vertretbar bei den Preisen, würde ich jetzt mal so sagen. Also ist ganz annehmbar. Und wie gesagt, die haben hier Netflix, Spotify, YouTube Premium, Prime Video, Habomax, Tidal und Disney Plus haben sie auch, das weiß ich. Join haben sie leider nicht. Ich habe gefragt. Join haben sie nicht. Apple TV haben sie nicht. Was hatte ich noch gefragt? Ich hatte 3 oder 4 Accounts. Ach, RTL Plus haben sie auch nicht. Aber wenn da mehrere deutsche Kunden dazukommen, also ich könnte mir vorstellen, dass sie sowas vielleicht dann auch mal anbieten. Könnte gut möglich sein. Oh. Ja, das soll es jetzt dabei dazu auch gewesen sein. Ich hoffe, ich konnte euch damit ein bisschen helfen. Ein bisschen Geld sparen. Weil wie gesagt, ich finde das bei Netflix für Leute, die jetzt wirklich nur ein Gerät gucken wollen, und unbedingt HDR haben wollen und 4K logischerweise. Wenn man einen guten Fernseher hat, möchte man den auch nutzen. Und dann, dass man gleich den großen Account braucht, finde ich ein bisschen lächerlich. Also wenn Netflix, also da muss Netflix nachlegen, den kleinen Account für einen Streaming 4K HDR für 7 noch was. Ich denke mal, dann würden viel mehr das auch so machen. Aber jetzt nur 480p, also ist ein bisschen lächerlich in der heutigen Zeit, muss man wirklich mal sagen.
So. Ich hoffe, wie gesagt, ich konnte euch ein bisschen helfen. Wenn ihr Fragen habt, in die Kommentare posten. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ahoi. Sagt euer Odin.